Moinsenpyros und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute, wie ihr seht, mal wieder mit einem Böller-Vergleich. Und die gehen wir uns jetzt anschauen und dann geht's auch direkt schon los. Anfangen werden wir nachher mit dem Funke China Böller C. Richtig nices Teil. Dann geht's weiter mit dem D. Dann geht's weiter mit dem Dumbum 5G und dem Dumbum 120 Dezibel. Die habe ich noch nicht so oft gehabt, deswegen gibt es die jetzt ins Video. Dann geht's weiter mit einer Knallpatrone von Funke und dem Iskra-Böller. Weiter geht's mit dem C4 von Pyromax und dem Achtung von Gau. Dann haben wir noch ein richtig schön Ultras Liberi Medium, einen Funkstark 3, einen Viper 1, einen Magnum-Böller, richtig schön und Premium, Hammer von Gau. Ultra. Dann geht's weiter mit Tropic, Exploder 4 und wir haben noch einen schönen Tschechenböller. Bomb, müsste Klassik sein. Dann geht's noch weiter hier, müsste Dextrin sein. Blitzschläge, mal schauen, ob er funktioniert. Weiter geht's mit dem Exploder 5 und dem El Titanio-Böller. Und 2x3 Scream S haben wir auch am Start. Dann geht's weiter mit dem Tono Blue TB5 und dem PS5 Shark Petada. Und den Jumbo Kala Whistling Thunder, der geht richtig ab. Dann haben wir Specialty Wups noch Spanienböller von Jorge importiert. Richtig nice Verarbeitung. Weiter geht's mit dem Petada Bonbon von Privatex und einem Italienböller Mordra. Richtig nice Style. Dann geht's weiter mit dem Delovarana Classic und dem Megatron. Das müsste Privatex sein. Richtig schön. Achtung Böller haben wir auch noch von Pyromax. Dann Classic, absolut Spechel die Wups, Monster Dumbum, richtig nice. Zweimal Assorted Deep Flower Cracker von Funke, richtig nicer Böller. Und den Extra Cobra 6, mein absoluter Lieblingsböller in dieser Klasse. Dann geht's weiter mit dem Demon, richtig nice, richtig nice. Und dem Scream 5, richtig lecker. Dann haben wir noch die Viper 12, richtig fettes Teil und eine richtig schöne blaue Zwiebel. Und zum Schluss werden wir eine Vierer Salutschell machen. Alles klar, dann würde ich sagen, geht's mal auf zur Zündung. Und let's go, den Funke China Böller C. Los geht's. Bin ich mal gespannt. Richtig gut geschnipselt und direkt den D-Böller hinterher. Boah, der Sound gab. Jetzt machen wir den Dumbum 5G. Der war richtig drückend. Wow! Und direkt den 120 Dezibel. Süß dagegen. Jetzt die Knallpatrone. Funke. Lecker. Jetzt den Iskra-Böller. Wunderschönes Design. Top-Knaller. Sound und direkt den C4 von Pyromax hinterher. Sehr hell, aber schön. Und der Achtung. Sehr schön. Ultras Liberi Medium. Kräftig und ein halber Rauchring. Jetzt geht's weiter mit dem Funkenschlag 3. Hat richtig Funken geschlagen. Viper 1.
Süß. Magnum. Oh, war nicht so gut. Jetzt der Hämmer. Der wird alles rausreißen, da bin ich mir ganz sicher. Zu viel versprochen, der war nice. Exploder 4. Tropik. Und der ist leider aus. Kann passieren. Jetzt machen wir den Bomb. Direkt hinterher. Oh, der ist noch an. Ja, Mann, so muss er. Direktvergleich. Blitzschläge. Das zeigt, dass ein Böller immer mal wieder angehen kann. Sehr schön, Exploder 5. Schön, dass wir es auf Video haben, dass sie auch noch mal wieder angehen können. Boah, der überzeugt jetzt, El Titanio. Aus. Und zweimal Scream 3S. Doppelt gezündet. Und direkt der nächste. Schön. Nice. Tono Blue. Direkt PS5 hinterher. Kräftig. Und Turbo Color Wistlixander. Ein Blitzböller. Und jetzt die beiden spanischen Böller. Zuerst der blaue und dann der grüne. El Gato. Importeur Jorge. Nicht schlecht. Und jetzt direkt der grüne. Komm, jetzt will ich hier mal richtig böllern. Saftig und direkt den Bonbon hinterher. Jetzt will ich mal gucken, ob der besser ist. Jetzt bin ich echt gespannt. Spanien gegen Tschechien. Wow, Tschechien hat gewonnen. Lecker, Madra, Italien-Böller, komm. Jetzt will ich mal gucken, ob der noch besser ist. Aber ich habe die Vermutung, dass der noch besser ist. Italien rockt, oder? Schauen wir mal. Los, der Lovarana wieder, Tschechien, Klassik, Ländervergleich, so muss es sein. Wow, leider ein bisschen verzoomt. Jetzt den Megatron, Privatex, Slowakei. Wow, wieder verpufft, kann schon mal passieren. Und Pyromax, Polenböller. Los geht's! Der war nicht schlecht, kann man auf jeden Fall machen. Jetzt wieder Tschechien, Monster-Dumbum. So, Funke, Assorted T-Cracker, doppelt gezündet.
lecker. Extra Cobra 6. Richtiger Polenböller. Perfekte Verarbeitung. Und direkt eine Demon. Noch ein Polenböller. Komm. Und direkt den Scream 5 hinterher, komm! Jetzt will ich richtig böllern hier! Jetzt habe ich Bock drauf! Vorfreude auf Silvester! So muss es! Und direkt die Viper 12 hinterher, komm! Ich will jetzt hier richtig böllern! Verpufft, war richtig nice anzusehen. Los, die blaue Zwiebel hinterher, komm! Boah! Und links oben findet ihr meinen Kanal Softner, rechts oben Softner und unten verlinke ich euch noch zwei weitere richtig schöne Videos. Und jetzt geht's los mit der Vierer Salutschel. Die wird alles rocken! Rocken! Bis zum nächsten Video, Pyros! Haut rein!